Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hogwarts Legacy. Wir gehen mal hier rein. Puff. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Ich hätte auch gern ein bisschen Licht. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Das ist beruhigend. Freue ich mich doch. Ja, ich bleibe hier in seiner Nähe, weil ich kein Licht habe. Aber wir kennen noch keine Kampfzaubersprüche, also gehe ich mal davon aus, dass wir bis jetzt mal noch ganz gut klarkommen werden, hoffentlich. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Im Verlies stellten wir schnell fest, dass es leer war. An einer versteckten Tür fand ich ein leuchtendes Symbol, das gleiche wie auf dem Portschlüsselbehälter. Als wir versuchten, die Tür zu öffnen, fanden wir uns plötzlich in einer gewaltigen Dunkelheit wieder. Wir befinden uns wohl noch immer in Gringotts, aber das hier ist kein gewöhnliches Verlies. Und wie entscheide ich mich jetzt? Revelio wirken. Ach so. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Ja. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Ja. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch deinem Zaubersatz hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du in dunklen Bereichen besser sehen kannst. Halte R2 gedrückt und tippe auf Dreieck, um Lumos zu wirken oder zu löschen. Das wird noch witzig, das alles zu behalten. Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Sieht ja gut aus. Also dann doch kämpfen. Halt doch in die Klappe. Du kannst es ja auch so machen, ohne was zu sagen, oder? Keiner zu mir. Ach doch jetzt. Zerstören. Kommen Sie! Ich bin noch da. Professor? Professor Fig? Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut.
Wohin soll ich nur gehen? Ich folge meinen komischen Lichtpunkten hier. Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Na, herzlichen Glückwunsch. Lumos. Habe ich zwar keinen Bock drauf. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Ich muss mich auch ein bisschen einfinden bei dem Kampfsystem. Halte für Dreieck, während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Was soll ich mir jetzt alles direkt merken hier? Jetzt habe ich aus Versehen R2 und dann... Die Ziele, um den Weg nach vorne zu enthüllen. Was ist das? Lumos. So ein bisschen brauche ich noch. Aber es geht. Es ist mal auf jeden Fall was ganz anderes. Das ist der einzige Weg, den wir jetzt erstmal hier so sehen. Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Hier. Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Okay.
Fronte. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Ihr Vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie ihm gibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Bist du vielleicht einfach schlecht? Unmöglich.
Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Okay, gut, dann fehlt da wohl doch noch was vom Spiel. Aber das wäre dann schon mal der Anfang. Hätte ich das auch eben in der ersten Folge so lassen können. Egal, die lädt schon hoch. Dann ist das jetzt eine 15-Minuten-Folge. Und in keine Ahnung. Steht das hier? Und ungefähr 2 Stunden kann ich dann weitermachen. Ja, ich denke, na gut, ich mache die Pause. Ich mache die Folge einfach etwas länger, indem ich jetzt Pause drücke, und so wie das fertig installiert ist, werde ich dann hier weiter zocken. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich war jetzt in der Zwischenzeit was anderes erledigen. Ich fürchte, wir haben hier irgendwie eine Zwischensequenz verpasst, aber egal. Ich sag jetzt einfach mal hier, ich freue mich auf den Unterricht. Ich freue mich darauf, die Professoren zu treffen und so viel wie möglich in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Okay, wir hätten... Wenn ich es gewusst hätte, das ist dann scheinbar nur die Auswahl des Hauses und nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, was wir als nächstes machen wollen. Dann hätte ich wahrscheinlich doch eher gesagt, ich werde keine Kunden, aber egal. Was bin ich denn? Neugierig bin ich auf jeden Fall auch. Ehrgeizig auch. Aber ich denke, Loyalität ist bei mir. Schwierig. Kühnheit nicht. Loyalität? Ich denke, ich bin eine treue Freundin. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Nee. Das ist wirklich das Einzige, wo ich direkt sage, nee. Wenn ich mir das jetzt so aussuchen kann, ich würde das gerne nochmal von vorne machen. Gerissen bin ich auch, ehrgeizig. Intelligent, kreativ, scharfsinnig, halt sich an Grenzen. Tapfer, Mut und Ehre ist auch so. Geduld, Treue und Fleiß ist also auch nicht meins. Treue ja, aber der Rest... Ich spüre einen wachsenden Ehrgeiz, ein Streben nach Macht. Ich mag einfach Slytherin sowieso am liebsten. Nach Slytherin.
Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. So viel zum großen Fest. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht fleißig sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspiration. Das Spiel ist schon cool gemacht. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Okay. Finde deinen Gemeinschaftsraum. Ich würde sagen, hier ist eine Tür. Und da läuft auch irgend so ein Wegpunkt lang. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Stell dich Imelda, Ominis und Sebastian vor. Nein. Kann ich dir helfen? Du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Danke. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Feig, der zufällig mitgekommen ist. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Feig gut geht. Den hatten wir gar nicht mehr gesehen, oder? Professor Feig und ich haben nur mit Glück überlebt. Scheint so. Und wie seid ihr entkommen? Ehrlich gesagt, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Meinst du, manche Zaubersprüche werden in Hogwarts nicht gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Da kommt dann doch die Neugier raus. Würde ich an deiner Stelle nicht tun. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen.
Die sieht ja fast so aus wie ich. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist die neue Slytherin, die gestern mit Professor Fig hereingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Wir müssen die Szene noch finden. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Naja. Vielleicht hätte Professor Figs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Vielleicht bist du aber auch einfach nur eingebildet. Ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Glaube ich. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Weil du vielleicht schlauer bist beim Schach? Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. So, dann stellen wir uns mal noch den Ominis vor. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl die neue Fünftklässlerin. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Warum sind die eigentlich immer so arrogant und eingebildet? Weil eigentlich so vom Motto her, was man als Slytherin sein sollte, passt das ja ganz gut. Aber die sind irgendwie trotzdem immer irgendwie arschlicher. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der fünften Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Alles klar. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt erstmal hier einen Cut machen sollte. Ich gucke mich noch ein bisschen um und dann mache ich erstmal einen kleinen Cut hier. Kann man eigentlich irgendwie die Szene wiederholen? Ist auf jeden Fall krass cool aus, ey. Ist schon nice gemacht, das muss man sagen. Ist ja alles noch der Gemeinschaftsraum. Oh ja. Erstmal schön Cupcakes essen hier. Wie groß sind die? Schloss auf Stufe 2. Und Kuchen. Ja, was ist das für ein geiles Schloss? Ich fress mich hier erstmal voll. Schloss auf Stufe 3. Okay. Jetzt gucke ich mal noch kurz hier im Menü. Das ist nur die Steuerung.
Kann ich jetzt hier nicht speichern? Ah, okay, gut. Ich brauche das. Ich brauche den hier. Da muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen. Okay, ich denke dann, dass wir ab da, dass wir das nicht mehr sehen können. Sehr schade. Das ist auch was zu essen. Alles Schlafräume. Das hat mich immer in dem Spiel vom 6. Harry Potter Film gewundert. Da ist man ja im Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wenn man da hochgeht, kommt man ins Schlafzimmer. Da sind aber nur 5 Betten. Aber das sind ja wohl im Leben mehr Leute in Gryffindor als 5 Stück, wo die anderen Schlafsäle sind. Okay, ich glaube, jetzt waren wir hier drin eigentlich so ziemlich überall mal. Gut da. Wo geht's hier noch hin? Sind auch Schlafsäle. Okay, dann beende ich hier mal die Aufnahme und bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ciao!